Ein Gerücht verbreitete sich vor einigen Wochen, dass George Lucas, der Wheel MVP, wieder im Game sei und seine Hand an einem Star Wars Spin-Off-Film habe. Dies war natürlich nur ein Gerücht, gestreut von einem aufgeblasenen Blob aus Dummheit mit einer sehr komischen Frisur. George Lucas hat keinen Bock mehr auf Star Wars und die hasserfüllten Prequel-Hater haben ihn vor Jahren schon den ganzen Spaß an seinem Universum genommen, weshalb er es damals ja auch verkaufte. Dennoch dürsten die Fans bereits seit Jahren nach diesem Film. Ein Obi-Wan Kenobi-Film, der zwischen Episode 3 und 4 spielt, in knapp 20 Jahren zwischen den Ereignissen dieser beiden Filme. Und am besten direkt aus dem Kopf des Erfinders dieses Universums, George Lucas. Und genau darum soll es heute mal gehen. Wie hätte George Lucas diesen Obi-Wan-Film denn eigentlich gestaltet? Was sah er in dieser Figur und was müssen wir erwarten? Ich versuche das heute alles mal zu erdenken und euch ein paar Variationen der Story zu präsentieren. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge Academy of Nerd Factory und damit herzlich willkommen. Nach dem Sturz der Jedi mit Order 66 und dem Umformieren der Republik in das Galaktische Imperium blieben nur eine Handvoll Jedi am Leben. Einer dieser Jedi war Obi-Wan Kenobi, welcher sich mit dem neugeborenen Luke Skywalker auf Anakins Heimatplaneten zurückzog und dort im Exil über den jungen Skywalker wachte, welchen er bei seiner Familie, die dort lebte, absetzte. Nun, im aktuellen Kanon passiert hier knapp 20 Jahre lang nichts Besonderes. Ein gealterter und wahnsinniger Maul taucht gegen Ende hier noch einmal auf. I can feel his presence. So close, so close. I can see him in my mind's eye. Kenobi. Kenobi! Und wird in einer finalen, unspektakulären Auseinandersetzung von Kenobi geschlechtet. Doch alles in allem verblieben diese 20 Jahre in der Wüste für Kenobi eigentlich einsam und eremitenhaft. Doch viele Fans, gerade aus dem Legends-Bereich, sehen das vollkommen anders. Für diese ist hier eine ganze Menge passiert und jede Menge Action fand statt. Und diese Action wollen die Fans auf der Leinwand auch wiedersehen. Mit dem kürzlich von Boris Johnson gestreuten Gerücht, George Lucas wäre wieder im Game und würde einen Obi-Wan Kenobi-Standalone-Film produzieren, explodierten die Fanherzen. Doch wie sich eben recht schnell entpuppte, bleibt alles, was aus Boris Johnsons Mund quillt, weiterhin unqualifizierter Mist und George kommt nicht zurück zu seiner weit, weit entfernten Galaxis. Doch die ganze Sache hat mich ein bisschen neugierig auf ein kleines Gedankenspiel gemacht. Wie würde ein Obi-Wan Kenobi-Film von George Lucas denn überhaupt aussehen? Der Mann hat die Figur erfunden und sowohl in den Prequels als auch der Clone Wars-Serie dafür gesorgt, dass die Figur eben noch mehr Background erhält, als man in den Originalfilmen eigentlich hat. Hello there. General Kenobi. Wie würde er also diesen Background nun noch weiter ausbauen, wenn es wirklich an einen 90- bis 180-minütigen Film über diesen unheimlich mächtigen und wichtigen Jedi gehen sollte? Nun, um das genauer zu betrachten, muss man sehen, wie George Lucas seine Welt von Star Wars denn eigentlich betrachtet hat. Und wenn man sich das anschaut, gibt es zwei Möglichkeiten, wie er so etwas gestalten würde. Die erste ist recht ernüchternd. Er würde es ganz einfach nicht tun. Sowohl Yoda als auch Obi-Wan sind nach der Order 66 Exil-Jedi, die durch diese immense Erschütterung der Macht unheimlich geschwächt wurden. Nach George Lucas funktionieren die alten Jedi des Ordens nur wirklich gut, wenn sie sich gegenseitig als Gemeinschaft unterstützen. Wo die Sith weitestgehend Einzelgänger sind und ihr Wissen horten, um sich selbst so stark wie möglich zu machen, sind Jedi eigentlich immer in Gruppen unterwegs. Sie wägen ab, holen Meinungen ein, kaum ein Jedi trifft vorschnelle Entscheidungen über den Kopf der anderen hinweg. Die Jedi meditieren, um Kraft zu bekommen. Sie ziehen sich auch regelmäßig zurück, um in sich zu gehen und zu analysieren, was in ihnen vorgeht, eben um ihre Gefühle zu erforschen, doch die Ergebnisse dieser Erforschung teilen sie dann mit anderen Jedi, um eine ausgewogene und vielseitige Sicht auf eine bestimmte Sache zu bekommen. Deshalb gab es auch einen Rat, deshalb gab es den Tempel, in dem die Jedi unter sich lebten und erblühten. Nach dem Zusammenbruch der Republik und dem Ermorden der meisten Jedi der Galaxis und der folgenden Hetzjagd durch den Inquisitorius, der Verbleibenden und der neugeborenen Machtnutzer der Galaxis, wird die Verbindung der Jedi zur Macht immer weiter immenser geschwächt. Yoda und Obi-Wan sind schwächer denn je. Das erklärt in-Universe auch, wieso Yoda so einen Hickhack hat, als er den X-Wing aus dem See heben muss, obwohl er vorher ja genau gesagt hat, dass es eben gar keinen Unterschied macht, ob es ein Kieselstein ist
Oder dieses riesige Schiff. Und das erklärt in Universe auch, wieso Obi-Wan, der flickflackende Handstand, Sprungroll, Akrobatik, Jedi sich in A New Hope mit dem Lichtschwert wie ein alter Lappen verhält. In ihre Verbindung zur Macht ist immens geschwächt, denn die Jedi funktionieren einfach ganz anders als die Sith. Die Jedi funktionieren eigentlich nur zusammen, in Positivität, guter Laune und Ausgeglichenheit. Doch gerade Obi-Wan macht sich natürlich immens dafür verantwortlich, was mit der Galaxis da gerade passiert ist. Er ist mit Sicherheit deprimiert, kämpft in der Wüste um das blanke Überleben und wird selbst von der Familie Lars einfach weggestoßen, obwohl ihr Adoptivsohn Luke die einzige Hoffnung für die Galaxis zu sein scheint. Ausgeglichen ist was anderes. Und damit komme ich zur ernüchternden ersten Version. George Lucas würde keinen Obi-Wan-Film machen. In den nicht einmal 20 Jahren nach Order 66 passiert einfach nichts weiter, das Obi-Wan irgendwie beeinflussen würde. Er ist einfach nur depressiv und allein. Nicht genug, um eine Geschichte für einen ganzen Film zu bauen. Kaum Anschlusspunkte für den Rest der Filme und insgesamt auch einfach überhaupt kein Aspekt, der Star Wars normalerweise ausmacht. Es würde kaum bzw. gar keine Machteinsätze geben, keine Raumschlachten, keine Raumschiff-Action an sich, denn Obi-Wan hasst ja Fliegen und verlässt den Planeten aus Angst vor Vader und dem Inquisitorius auch nicht. Das wäre kein Star Wars im Bilde von George Lucas, das würde nicht passen. Er würde vermutlich entscheiden, dass dieser Film nicht nötig ist, weil man eben alles über Obi-Wans Entwicklung über diese Zeit ja weiß, was man wissen muss. Und diese Jesusartige Version des alten Zauberers, der den Helden erst geschickt rettet und dann auf seinen Weg schickt, bevor er dann stirbt und als Geistervision hier und da zurückkehrt, um eben Weisheiten zu streuen, ist auch nicht umsonst so gewählt. Es soll so sein, dass er vorher als Eremit gelebt hat. Er war in der Wüste, um weiser und besser zu werden, um den Teufel zu begegnen und ihn zu besiegen. Danach verbreitet er seine Lehren. Das ist eine Jesus-Analogie. Mehr als wir in Rebels gesehen haben, gibt es da auch einfach wirklich nicht zu sehen. Ich stecke wirklich oft sehr, sehr viel Zeit in die Recherche und den Schnitt, sowie das Ganze drum und dran der Videos. Wirklich entlohnt wird das natürlich primär dann durch die Werbeeinnahmen, aber das reicht eben noch nicht immer. Aber genau deshalb habe ich ja eine Patreon-Seite, wo mir monatlich meine Zuschauer ihren Support dalassen können, sollten sie denn wollen. Einige von euch greifen mir da ja jetzt schon unter die Arme und wer jetzt noch Bock hat, sich daran anzuschließen, der kann mir darüber über den Link hier oben Support zukommen lassen. In der Infokarte. Dafür bekommt man als kleines Dankeschön von mir auch so Dinge wie kostenlose Shirts, Hoodies, Discord-Ränge und exklusive Verlosungen. Danke übrigens an der Stelle also auch nochmal an alle, die mich da bereits supporten und danke an alle, die das jetzt noch vielleicht tun. Aber ich weiß, viele von euch wären sehr enttäuscht, wenn diese erste wahrscheinlichere Version in der Tat passieren würde. Deshalb gehen wir mal voll über Bord und ich sage mal einfach, George Lucas nimmt nicht nur wieder das Ruder in die Hand, was extrem unwahrscheinlich ist, weil die Fans ihn ja wie gesagt durch ihr vehementes Hassen und Verteufeln der Prequels und seiner damit einhergehenden zugegeben sehr eigenen Art Regie zu führen, vergrault haben. Nein, wir gehen sogar noch zusätzlich davon aus, dass er einen Film über den eigentlich komplett auserzählten Charakter des Obi-Wan Kenobi dreht und sich vielleicht von dem ein oder anderen Werk des ehemaligen Expanded Universe, dem er so leichtfertig Lizenzen damals zugesteckt hat, inspirieren lässt. Wie sähe das also aus? Nun, George Lucas hatte ja eigentlich schon immer den Plan, neuen Filme zu drehen. In den ersten drei wollte er die Geschichte erzählen. In den nächsten drei die Vorgeschichte, wie das Imperium an die Macht trat und Vader als tragische Figur entstand. Und in den dritten drei Teilen wollte er weder über Luke noch über Kate Skywalker oder irgendwelche anderen Figuren wie Krayt oder sonst wen sprechen. Vergesst nicht, dass 99% des Expanded Universe damals einfach weitestgehend unkontrollierte und zusammenhangslose Geschichten von leichtfertigen Autoren waren, die mit dem Namen Star Wars einfach nur ein bisschen Cash machen wollen. Eigentlich so ziemlich alles, was wir aus dem jetzigen Legends-Bereich kennen, ist vollkommen abseits von Lucas direkter Zustimmung passiert. Die meisten Geschichten sind überreizte Fanfictions, die den Begriff der Macht und des Universums, wie Lucas es sich vorstellte, absolut in die Perversion gezerrt haben und teils auch unfassbar albern sind. Meiner Meinung nach deshalb auch ein extrem intelligenter Schritt von Disney, das vorerst alles ungültig zu machen und sich eben nur die zwei, drei guten Stories herauszupicken und wieder einzuführen. Thrawn, Bane, beinahe ja auch Revan und Nihilus fanden sich in den Serien wieder. Doch ein viel wichtigerer Punkt, der sich hier eingefunden hat, sind die Wants,
die Priesterinnen der Wills und alles, was die Mystik der Macht eben noch weiter ausbaute. Denn George Lucas wollte in seinen Episoden 7, 8, 9 eigentlich die kriegerische Galaxis weitestgehend hinter sich lassen und viel, viel tiefer in die Macht eintauchen. Sozusagen das Innere eines Midichlorianers. Er wollte ähnlich mystische Welten zeigen, wie dann in einigen Folgen der Clone Wars Serie dargestellt wurde. Er wollte etwas wie die Hexen von Dathomir näher beleuchten. Verschiedene Dinge, zu der die Macht fähig ist und beleuchten, wie das Ganze funktioniert. Mehr eben in diesen Fantasy- und Zaubereibereich. Wer also wissen will, wie ein weiterer Star Wars Film von George Lucas aussehen würde, muss eigentlich nur die Clone Wars Serie schauen, die von einigen Köpfen bei Lucasfilms auch als das absolut klarste Bild von George Lucas' Vorstellung des Star Wars-Universums angesehen wird. Nicht die Originals, nein. Denn ein Film oder auch drei Filme bieten einfach nicht genug Platz, um alles darzustellen, was in George Lucas' Kopf entstanden ist. Naja, jedenfalls wollte George eigentlich in eine viel mystische Welt eintauchen. Und ich denke, wenn wir einen Obi-Wan-Film aus seiner Hand sehen würden, dann würden wir nicht sehen, wie Ewan McGregor wild mit Leuchtstäbchen um sich wedelt und irgendwelche Wookiee-Kopfgeldjäger oder Tusken Raider zerhackt. Wir würden sehen, wie er in Meditation taucht und Kontakt mit Qui-Gon Jinn aufnimmt, wie er einzig und allein durch seinen Geist andere Welten bereist, die viel, viel mehr mit der Macht in Verbindung stehen. Vermutlich würde er sich auf den gleichen Planeten wiederfinden, den Yoda, als er die Priesterinnen besucht hat. Er würde die Macht verstehen wollen und durch Meditation erlernen wollen, wie er sein Bewusstsein auch nach dem Tod in der Macht manifestieren kann, um dann eben einen jungen Luke Skywalker zu erklären, wie der ganze Shit funktioniert. Und so wie Yoda in The Last Jedi mächtiger werden, als es sich ein Sith jemals erträumen könnte und alle Aspekte des Seins kontrollieren, beobachten und lenken. Machtgeister sind aufgestiegene Wesen. Götter im Grunde. Vermutlich wäre auch die Zeit und der Raum kein bestehendes Konzept und es bestünden Möglichkeiten, dann doch wenigstens ein kleines bisschen Action in den Film zu bekommen, in dem Obi-Wan in Bereiche gerissen wird, in denen die Sith-Kriege zum Beispiel stattfinden. Die großen Sith-Lords und Jedi der Alten Republik lebten und eben daraus zu lernen, woran diese zugrunde ging. Vielleicht würde er ebenfalls die Zukunft sehen können, vermutlich dann nur vage und ungenau in Visionen, aber sicherlich ginge es wohl auch in diese Richtung. Szenen, die in anderen Star Wars Filmen nur einzelne, kleine, mit Visionen und kleinen Blitzen von Ideen waren, würden hier zu einer vollen Geschichte. Qui-Gon und Obi-Wan erneut beisammen in einer Welt zwischen den Welten. An einem Ort, an dem alles gleichzeitig passiert und der quasi überall ist, ein mystischer Ort der Macht. Wir würden vermutlich auch die Ones wiedersehen oder sie würden zumindest irgendeine Rolle spielen und so wären dann wahrscheinlich auch Kreaturen wie Bandu und Co. dabei. Das Ganze wäre definitiv anders als die Legends-Geschichten über die Zeit von Obi-Wan im Exil und ich bin mir relativ sicher, dass dieser Film absolut zerrissen werden würde, da genau diese Aspekte die größten Kritikpunkte einiger Fans an zum Beispiel The Last Jedi oder den Serien sind. Und genau dadurch würde auch das erneute Debüt von George Lucas, das sich so viele zurückersehen, wieder in einer einzigen Hasstirade enden, so wie es inzwischen einfach auch anscheinend gar nicht mehr anders möglich ist. Alles, was neu rauskommt, wird erstmal gehasst. Und primär aus diesem Grund denke ich allein schon nicht, dass George Lucas sich noch einmal an dieses Franchise heranwagt. Der ist zu alt, der hat da keinen Bock mehr drauf. Aber vielmehr denke ich einfach, dass es inhaltlich und wirtschaftlich auch für Disney überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, mit einer weiteren Geschichte eines Charakters sich zu beschäftigen, die eigentlich niemand braucht. Han Solos Film hat es super gezeigt. Diese Charaktere brauchen nicht noch einen Film. Disney muss voranschreiten und Neues bringen, anstatt die ganze Zeit irgendwelche alten Charaktere zu recyceln. Auch wenn ich super gerne Ewan McGregor noch einmal in der Rolle des Obi-Wan Kenobi sehen würde, es wird, denke ich, eher nicht innerhalb eines Obi-Wan-Spin-Off-Films sein. Und wenn doch, dann kann ich euch jetzt schon garantieren, dass niemand zufrieden mit diesem Film sein wird, da er eben einfach nicht annähernd das Ausmaß erreichen kann, was wir uns hier zusammenstricken, jeder für sich. Aber was meint ihr denn? Wie sähe ein Obi-Wan-Film eurer Meinung nach aus und wie sollte er aussehen? Was haltet ihr von meinen Ansätzen und was ist eure Meinung zu George Lucas generell als Regisseur und Autor der Star Wars-Filme? Lasst mir diese Ideen doch einfach mal unten in den Kommentaren da. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos für euch und in der Mitte ist wie immer der Abo Knopf. Seid auch morgen wieder beim Adventskalender dann um 14 Uhr dabei und bis dahin, Rinnihauen.